So, willkommen zurück bei Ostriff. Nächste Folge. Ich habe jetzt mal dreifache Geschwindigkeit gemacht. Oder fünffach? Ne, zwölffach. Ach, das ist schon fünffach. Ja, weil gerade passiert nichts. Außer, dass wir darauf warten, dass Menschen irgendwie Charcoal produzieren. Leute, richtig. Ich brauche heute nur Menschen, die hier arbeiten. So, hier können wir schon mal einen rausschmeißen. Einen, ne? Und ganz ehrlich, ihr macht doch auch gerade nichts. Also ihr wartet ja darauf, dass es irgendwann mal losgeht. Ich brauche halt, wie gesagt, immer noch eine neue Familie hier hinten. So, ja gut, ihr habt nicht genug Auswahl. Wie gesagt, das ändert sich dann hoffentlich mit Salz, wenn ich es irgendwann mal kriege. Geldmäßig, glaube ich, sieht's okayer aus. Ich weiß nicht, ob die Leute zufriedener sind. Also wahrscheinlich nicht, weil sie zahlen halt deutlich mehr. What? Hrifnjots? Okay, Hrifnjots. Ja, vielleicht muss ich die Steuern irgendwann auch wieder runtersetzen. Aber gerade nicht. Aber erstmal muss ich hier so halbwegs zurechtkommen mit meinem Geld. Total Stored Resources. Drinking Water ist gar nicht so viel. For Production for Citizens. Platform. A source of low quality water suitable for production and livestock, not suitable for... Ach, alles klar. Abreißen. Das wusste ich nicht. Gut, dann gibt es hier einen neuen Brunnen. Der kommt noch ganz vorne, bitte. Okay, gut. Also das ist nicht Wasser für Menschen. Na gut, dann brauchen wir auf jeden Fall einen zweiten Brunnen. Ich hoffe, das reicht. Unter einem Nagel. Also einen halben Nagel haben wir ungefähr. So, sehr gut. Charcoal ist jetzt mittlerweile auch wieder geliefert worden. Sehr gut. Na gut, die Karten sind alle repariert, das passt. Okay, die Dinger gehen langsam alle weg. Da fehlen Nägel? Ah, sehr gut. So. Nächster Brunnen gebaut. Da gefällt er mir optisch auch sehr gut. So, ins kleine Stadtzentrum gebaut. Können wir schon einen zweiten Marktplatz setzen. Oder Marktstand. Ist ja kein Platz. Zweiten Marktstand. Für, ja, irgendwelche Sachen, die wir später noch dazu holen. Jetzt fragt mich mal einer. Hier, mal ganz toll. Place is occupied. Ja, ist mir klar, dass der Place occupied ist. So scheiße penibel, wirklich. Ja, ich denke, so kann man ihn bauen. So, und hier können wir irgendwas später hinsetzen. Ich weiß noch nicht was. So, wir können auch generell nochmal ein paar Bänke bauen, damit sich die Leute erholen. Also auch beispielsweise hier hinten können wir mal eine Bank bauen. Oder hier meinetwegen. So, ich denke, da werden die Leute auch gleich raufrennen. Oder? Oder? Nee. Oh, die neue Familie ist da. Super. Oh, herrlich. Neue Menschen. Ich muss... Du
Ich muss unbedingt hier Leute einstellen. Ach, ist gerade Erntesaison? Ja, gut, okay. Dann müssen wir die Damen mal wieder zurückholen. Wobei gerade sowieso 1000 Laborer hier arbeiten. So, kann ich denn jetzt sagen? Also ich muss sowieso hier ganz dringend die Produktion ändern. Die ganzen Arbeiter hin. Okay, zumindest die vier Hauptarbeiterinnen sind wieder da. Sehr gut. Ja, müssen wir uns mal überlegen, was wir, wie wir das dann weiterbauen. Also ich würde wahrscheinlich noch ein neues Feld anbauen. Allerdings habe ich jetzt gerade keine Ahnung, wo ich das hinsetzen muss. Obwohl, ich kann maximal, glaube ich, nur drei setzen, oder? So, also Pflügen können wir schon mal überall rausmachen, weil das brauchen wir nicht. Genau, Soil is exhausted. Das ist richtig. Also, Flachs könnte man... Nee, das Einzige, was wir anbauen können, ist Buckwheat. Okay, was kann ich mit Buckwheat machen? Workers, Batches, Direction, accordingly. Was verarbeitest du? Oder kann ich Buckwheat einfach so verkaufen? Buckwheat kann ich so verkaufen. Okay. Cool. Obwohl, hier brauchen wir noch keine Arbeiterin. Genau, hier haben wir dasselbe Problem. Und hier können wir auch wirklich gar nichts anbauen. Also das muss leer bleiben. Na, Potatoes haben wir eigentlich... mehr als genug. Also wir könnten vielleicht doch noch mal einmal Weed machen. Genau, wie gesagt, das hier bleibt erstmal ein Jahr bei Zero. Buckwheat und Weed. Ich würde halt gerne noch ein Potato Field bauen. So, und hier mal bitte Potatoes. Activate. Follow. Ich weiß nicht, was es heißt. Ungenutzt. Ach, die Brücke ist fertig. Oh, jetzt bin ich gespannt. So. Schmeiß mal bitte zwei raus. Ihr seid gerade eigentlich... alle beschäftigungslos, ne? Weil es ist September und hier wird nichts gemacht. Also ist ja egal. So, wo ist denn der Typ? Und du fährst jetzt rüber, holst Steine, richtig? Sehr geil, sie holen Stein. So, Salt Mine bitte. Alter, stimmt. Das sind doch 100 Steine gerade mal. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen zweiten Kart. Ich hoffe, wir können den bauen. Metal Parts 30. Hat er beim letzten Mal auch nicht so viel gebraucht.
gut, er wird es schon bauen. Er braucht nur 15, er braucht nicht 30. Also ich hoffe, die... Oh Gott, die Karren sind bald alle im Arsch. Na gut, wir müssen halt Metal Parts produzieren, ne? Machen wir jetzt 20. So, jetzt können die beiden nämlich auch zeitgleich immer losfahren. Limestone brauche ich übrigens nicht. Also ich weiß gerade zumindest nicht, für was ich Limestone bräuchte. So, no housing, no jobs. Frauen suchen nach Arbeit. Ja, hier sind wir voll. Ja gut, hier kann man immer mal was reinstellen. Aber ist auch nicht schlimm, wenn wir mal freie Arbeiter haben. Was macht ihr denn eigentlich? Working, gib mal, die können wir alle rausschmeißen, weil wie gesagt, die arbeiten hier nicht. Ach, das Ding muss nur noch aufgebaut werden. Okay, dann machen wir das doch als erstes. Das ist ja dann wirklich einfach nur noch Haus aufbauen und fertig. Ach, sehr gut. Und der hat hinten auch seinen Garten. Super. Super. Den scheiß Wald muss ich übrigens noch wegfällen. Komm ja auch nicht drum herum. Ach, es geht auf in den nächsten Winter. Selbst hier haben wir schon was gebaut. Schön. Da mangelt zwar auch noch ordentlich an Sachen, aber ist ja zweitrangig. Ich hoffe, dass das mit dem Essen ausreicht. Ich meine, ich produziere immer noch genug. Auch hier mit diesem Buckwheat. Ja, es gibt bestimmt noch eine gewisse Reihenfolge, die man irgendwie so beachten kann. Oh, es wird braun. Es wird braun, es wird auch wahrscheinlich gleich weiß werden. Weiß. Das sind aber auch noch nicht ausgewachsen, die Bäume, ne? Also reicht trotzdem, dass das hier akzeptiert wird, aber... So, ein Kart wieder im Eimer? Na, noch nicht. Nägel werden sehr gut produziert, hervorragend. So, hier gehen die letzten Aktionen durch. Hier die Dachstreben. Nails and Wood. Und letzter Schritt. Strohdach rauf. Und ready for new inhabitants. Ja, gut. Wer weiß, wann die kommen. Ich mache übrigens kaum noch Minus. Das freut mich. Und das Wealth, der Wealth, die Wealth, geht immer noch nach oben. Ja, sehr schön. Wer ist denn eigentlich derjenige, der so richtig unzufrieden ist? Bist du das? Ja. Du, warum bist du denn unzufrieden? Vor allem, es geht immer weiter nach unten. Prokopiv-Familie. Euer Vater ist tot, ne? Settled 1 year ago. Ja, ich glaube, die neu eingezogenen... Ach, ihr zahlt gar keine Steuern für euer Land? Ach so, weil ihr nur das Haus habt. Ah... I understand. No jobs available. Ich könnte die ja ausziehen lassen. Und dann können die da hinten einziehen. Das würde gehen. So, Steine gehen voran. Wie waren wir denn schon? 96? Was? 209? Ah, okay. Die werden immer wieder rübergeschafft. So, Saltworks Trading Post. So, da wird das Fundament zumindest schon mal gebaut.
Boah, ich würde. Komm, wir machen mal den Trading Post bitte zuerst. Tavern. Wir bauen die Taverne. Da haben wir zumindest auch schon mal alle Sachen. Dann reißen wir alle Bäume ab, dann machen wir den Trading Post, dann machen wir Saltworks. Weil dieses Saltworks, das wird einfach zu lange dauern, bis ich hier die Steine habe. Da sollen die in der Zwischenzeit... Ach scheiße, die muss ich ja auch reparieren. No way, Alter. Oh, ich habe nur noch 360 Eisen. Naja, 376. Oh, das ist doch kacke. Das ist doch richtig kacke. So, warum werden denn hier nur Sachen in die schleppt? Gut, dann beobachten wir nochmal den Bau der Taverne. Dann sollten die Leute hoffentlich auch ein bisschen zufriedener sein. Ach, sehr viele Balken. Wird ja immer noch was hergeschleppt. Okay, jetzt kommt Thatch. Additional resources required. Eigentlich nur Thatch und die bringen trotzdem noch Holz und so was. Wie viele Balken holen die denn hier rein? Also ein paar sind es noch, wenn ich mir den Arbeitsverlauf hier angucke. Ach so, okay, zwischen. Ah, okay, die Zwischenbalken müssen noch gemacht werden. So, und jetzt geht's an Clay. Ah ja. Ach nee, Work war zwischendurch noch. Aber jetzt kommen die Clay-Wände. Ach, schön. Also, wie gesagt, das ist einfach nur wirklich super toll. Wie die hier diese Häuser aufbauen. Oh, ist das? Ach so, okay. Das ist schon arg groß, das Gebäude. Alter. So, jetzt Holz und Nägel. Diese Zwischen... Schritte noch, was hier alles an... Oh, das ist so geil detailreich, wie die das hier aufbauen. Das ist wirklich der Hammer. Ich habe von Handwerk wenig Ahnung, aber ich... traue mir immer mehr zu, je länger ich das Spiel spiele, dass ich selber ein Haus bauen kann. Ich weiß ja jetzt alles. Alter. Achso, das ist nur Work, wa? Ja. So, jetzt kommt noch das Thatch-Dach rauf. Dann gibt es noch eine kurze Sequenz Arbeit und dann gibt es noch irgendwas mit Nägeln. Boah, schön. Schön sieht's aus. Super schön. Ach, da vorne noch. Ach, wie toll. Ach, wie herrlich. Bitte was? Not enough Alkohol. Okay, verstehe ich. Wir brauchen mindestens 200 Leute, damit diese Taverne arbeitet. Übrigens, da ist eine neue Familie eingezogen. 200. Okay, krass. Ich bin bei 48. Steht das da? Tavern family will settle in a town with over 200 population and with alcohol available on the local market. Horilka meat or beer? Ja, gut. Was ist bei der Kirche? Allow citizens to fulfill the written building to grow population beyond... Was? Building at least one church is required to grow population beyond 300. Chapel. Okay, diese Kapelle wird nie, diese Kirche wird nie gebaut werden. Also zumindest nicht so schnell. 300. Also über 300. What the fuck? Scheiße, Alter.
ist das viel, was hier gebaut werden muss. Es ist so toll, dieses Spiel. So toll, wirklich. Ein ganz tolles Spiel. Ach, shit, falsche Taste gedrückt. So, wir bauen direkt noch mehr Häuser. Anscheinend brauche ich ja hier 400 Einwohner, damit überhaupt was funktioniert. So, der Training Post. Wir waren übrigens plus, ja. Just saying, by the way. Ja. Ich denke, die Leute werden nicht zufriedener sein. Ja, hier ist einer richtig unzufrieden. Das müsste er sein, ne? Ja. Na gut. Das ist das Problem. Ich habe sehr viel. Oh ja, Salz, Salz, Salz. Ganz kurz. Salz kommt bitte vor. Trading Post. Ja, hier kommen diese komischen Baumdinger. Die werden wir automatisch machen. Muss halt nur diese Dinger irgendwann mal abbauen. Hay Dryer. Wie viel passt da rein? A regular sized barracks holds units of hay. A big one. 7000 passen hier rein. Okay, hey Barrack. Big Hey Barrack. Ist auch nicht gerade gebaut. Gerade. Abreißen. Oh, das war richtig verkehrt. Ja, komm. Alter. Sehe ich schlecht? Doch, das ist wirklich parallel, ja. Ja gut, das kann natürlich auch sein, dass das hier ein bisschen uneben ist. Deswegen sieht es anders aus. Ja, egal. So, nächste Hay Barrack. Die Dinger müssen wir auch unbedingt woanders mal hinbauen. Ah, wo knallen die mal hin? Hay Dryers. Place is occupied. By what then? Need to remove 8 trees. Das ist mir egal. Die müssen ja eh weg. Hay Dryers. Boah, das ist natürlich super ärgerlich. Das geht auch gar nicht. Doch, hier geht's noch hin. Muss ich die denn hier hinbauen, zwangsläufig? Wobei, mir reicht erstmal einer. Dann kommt er dahin. Dann müssen wir eh nochmal Bäume fällen. Das passt schon. So, wir fangen mal mit dem an, dann kommen schon mal die ersten Bäume weg. So, Baum fällen. Macht das eigentlich nur Holzfäller oder macht das auch der normale Arbeiter? Ne, das machen nur die Holzfäller. Freie Arbeiter. Das ist ja der Hammer. So, dann. Achso, boah, der ist auch schon voll. 14 Metal Parts. Dann investieren wir in normale Arbeiter. Achso, hier. Oh Gott, scheiße. Doch, ist schon angepflanzt alles. Oh, sehr gut. Das Feld erholt sich. No jobs available. Not enough food for sale. Family is out of food. What? Ich habe kein Essen mehr? Oh mein Gott. Was? Was? Wieso habe ich kein Essen?
Ich hab doch Weed. Open Vacancies. Haydryer. Oh nee, wieso hab ich denn kein Essen? You're running out of iron, auch noch. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Warum habt ihr denn kein Essen? Ihr produziert doch theoretisch selber Essen. Ja gut, okay, wo ihr Dried Fische habt, weiß ich auch nicht, weil ihr habt keine Teiche, aber... Also die können ja schlecht verhungern. Die verhungern wirklich. Onions, Cucumber... Also die sind wirklich am Arsch gerade alle. You're running out of iron. Ja, Buckwheat produzieren wir noch nicht. Oh mein Gott, wir werden sterben. Okay, die haben jetzt mittlerweile Essen. Wie gesagt, weil die alle selber anbauen. Oh Gott. Die sind ausgezogen. Nein! Die sind auch ausgezogen. Nein, ich bin am Arsch! Ach du heilige Scheiße. Ja, Gott. Okay, ich glaube, das können wir... Das Projekt können wir hier beerdigen und begraben. Oh Mann, ey, ist das schwierig. Ja, na gut. Okay, dann würde ich sagen... Machen wir Schluss. Und fangen ab morgen mal eine neue Runde Ostriff an. Mit einem neuen Dörfchen. Vielleicht fange ich mal die Karte mit dem See an. Oder ich weiß nicht, ob das Meer ist oder sowas. Auf jeden Fall nicht mit Flüssen. Ja, gut. Dann sehen wir uns morgen auf einer neuen Karte wieder. Alter, ja, die ziehen hier alle aus. Da ist sogar noch was geboren. Ja, also ganz wichtig, ich muss diese Häuser hier bauen. Mit Gartendrang. Dass sie ihr eigenes Essen gleich produzieren können. Das ist ja hier der größte Mist. Oh Gott. Und ich muss die Felder, glaube ich... Kann ich mal ganz kurz testen. Wie groß kann ich so ein Feld machen? Too long. Ich kann aber weitergehen, ne? What? Can't be concave? Achso. Okay, 2008... Units. Okay, also doppelt so groß. Ja, ich muss Monsterfelder bauen. Hilft nichts. Gut, das machen wir aber dann alles morgen auf der neuen Karte. Ich habe nur 17 Einwohner, also wir sind wirklich richtig am Arsch. Meine Lieben, herzlichen Dank und bis morgen. Haut rein.